Ein paar Verhaltensregeln, wenn man den Friedhof besucht, wenn man zum Friedhof geht und Gräber besucht. Zusammengefasst. Die erste Regel ist, geh dahin, um dich an das Jenseits zu erinnern. Geh dahin, um dich an den Tod zu erinnern. Und das ist, wie wir gesagt haben, eine fast verloren gegangene Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In unseren Ländern, arabischen Ländern und muslimischen Ländern, hört man jeden Tag von einem Verstorbenen. Entweder bist du in der Moschee und man bringt Janaza rein und betet dort ein Totengebet, oder ein Auto fährt herum und berichtet, wer heute verstorben ist. So, Sohn von so und so, ist zu Allah zurückgekehrt. Das ist eine schöne Sache, dass man sich an das erinnert. Denn dieses Leben, dieses kurze, ist nur eine Station. Ist nur eine Station, und so wird überliefert. Über Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, dhu-nurayn, dass wenn er zum Grab ging, wenn er zum Friedhof ging, bitter geweint hat, richtig geweint hat, bis sein Bart nass wurde. Und er wurde gefragt, ja, Amir al-Mu'minin, wenn du an das Paradies erinnert wirst und an das Höllenfeuer, weinst du nicht so sehr wie jetzt, wenn du zum Friedhof gehst? Da sagte er, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, das Grab ist die erste Station des Jenseits. Die erste Station des Jenseits. Wenn man sicher davon erlöst wird, wenn man gerettet wird, dann wird das, was danach kommt, viel einfacher werden. Wird man aber nicht davon erlöst, dann wird das, was danach kommt, viel schlimmer werden. Das ist die erste Station in Akhira. Also geh hin, um dich an das Jenseits zu erinnern, auf das, worauf es wirklich ankommt. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.